Guten Morgen aus dem wunderschönen Bramsche. Wir haben heute den 22. Februar und es findet heute der zweite 3-Stunden-Lauf der Heseparennschnecken statt. Und zwar in Bramsche, Königsberger Straße 4, wie beim letzten Mal. Ja, in der Gartenstadt halt. Wir haben wieder diesmal zwei Gruppen. Die lange, schnelle Gruppe, die läuft 33 Kilometer in 3 Stunden und die etwas langsamere Gruppe, die läuft dann 28 Kilometer in 3 Stunden. Als dritte Möglichkeit haben wir wieder eine Zwischenstation in Üffeln. Diesmal, da werden wir nach 14 Kilometer einen Rücktransport mit dem Auto anbieten. Und da gibt es dann auch Kuchen und so. Ja, und wie ihr schon seht, wir befinden uns hier wieder im Keller, wo dann nachher eben nochmal bei gemütlicher Runde ein kleines Zusammensitzen ist. Unsere Strecke führt uns heute über Hesepe und über Üffeln, schön durch den Windpark und über die Fischersiedlung wieder, bis wieder zurück in die Gartenstadt. Heute Morgen ist es ein bisschen kälter, wir haben es 4 Grad. Wir haben heute einen langen Berg drin und viele schöne Feldwege. Viel Spaß bei dem Video. Mit der von da kann auch mit zurückgefahren werden. Möchte einer mit zurückfahren ab der Hälfte? Was der nächste machen nochmal. Ja, und gleich wenden. Wir können zwei Gruppen machen. Ja, ziemlich wenn da, die schnelle Gruppe gleich, um 6 Minuten. Wenn ihr wieder hier wird. Oder nee, da, da. So. Wenn man da ankommt, da steht man im kalten Wind. Da habe ich mir vorgestellt, rein Englisch. Ja. Ich war in der ersten Gruppe, ich wollte gerade ein bisschen die Kilometer machen. Jetzt habe ich erstmal wenigstens die trockenen Sachen mit. 25 und 27, also könnt ihr euch so anschließen hier. Das ist die erste Hälfte länger oder die zweite Hälfte? Die kürzer wie deine Mann jetzt. Wo kürzt du ab? Du kürzt die zweite Hälfte. Genau, die erste Hälfte laufen wir alle die gleiche Strecke. Okay, also wir uns wiedersehen. Kann man das wieder also zu jemandem kommen? Also ich mit dir die zweite Hälfte. Richtig. Das wäre jetzt meine Frage. Das kann man. Okay, alles klar. Also bis Üffeln laufen wir erstmal dieselbe Strecke und dann kann man umsteigen. Und dann kann man umsteigen auf die Wartenstelle. Da muss man natürlich auch langsamer laufen. Ja. Und ansonsten gehen wir jetzt so langsam los. Gut. Ja. Doch, ja. Doch, wieder ganz gut. Ich dachte, du wolltest Triathlon machen. Triathlon? Ja, ja, ach so. Ja, ich muss was sagen. Schön. Macht mit die Vorbereitung am Marathon. Ja. Das schneidet auch wieder Fünfer am Bord. Da gibt es Kaffee und Kuchen. Ja. Und kann auch heiß irgendwie duschen. Und das ist ganz gut. Ja. Also, ich wollte es ja, genau. Ich bin so in der Mitte davon. Ne? Genau. Genau. Wir haben es auch schon mal. Sehr, sehr. Also flacher Regen. Wir schieben hier im Bord. Ja. Wir haben letztes Jahr gebraucht, 3 und 4. Das war die Hausnummer, ne? So, wir sind jetzt aus Bramsche raus. Gerade durch Epe gelaufen. Die Gruppen haben sich schon aufgeteilt. Und jetzt geht's durch Sögeln, durch Hesepe und dann nach Üffeln. Sind wir schon da? Wir brauchen Kuchen. Söringer Bahnhofstraße und jetzt quer durch Hesepe zum Grenzdurchgangslager und ab in den Windpark. Hier ist noch Weihnachten. Was
du auch Pfeile reingemalt? Ja, einen Pfeil gesehen. Von früher noch. Wurde nur 3 Jahre alt, ne? Nee. Von der Papa rein, ne? So Neon-Pfeile müssen hier noch irgendwo sein. Geht aber ein bisschen durcheinander. Adventure ran musst du da rufen. Alle Tiere. Noch ein Bauchlöcher. Hier ist das Lager, Alter? Ja. Keine Ahnung. Vielleicht spielen die gerade blinde Kuh. Hast du, wo du deinen richtigen Morgen gemacht hast, ich habe heute 20 gelaufen. Ja. Hast du da Urlaub gehabt oder? Hast du da eine Spätschicht drauf? Nee, Spätschicht. Ach so. Und das habe ich ganz selten und dann dachte ich mal, jetzt geht's jede Woche schön um 8 Uhr. Jeden Tag um 8 Uhr los. Ja, ist auch okay. Ein bisschen in der Außen raus und rein. Hast du viel Bahn, ne? Ja. Der Kopf der Leere ist beteiligt. Hast du weiße Bade? Ich habe auch einen Specker. Und keiner mocht ja raus. Weil du musst dann ja nass wieder die Stufe hochlassen. Das ist aber auch Dienstag gewesen. Wo musst du das? Freitag läufst du meist immer. Ja. Gestern nicht, ne, oder? Nee, gestern nicht. Ich war, ich glaube, Dienstag oder, nee, Mittwoch war ich da. Wie gesagt, letztens habe ich 3 Runden gemacht. Das war schon echt Knüppelei, du. Nachher, wenn man runterläuft, kann man überhaupt nicht mehr bremsen, weil die Knie schon so schwach sind. Das muss, Pumpe ist 5, ne? 6. 6. 55 Kilometer. Das ist schon mal hinter dir. So. Machst du denn dieses Jahr, Kevin? Den mache ich dieses Jahr, ja. Du Scheiße. Da bin ich schon die ganze Zeit am Trainieren für. Also 55 ist ja eigentlich auch schon mal. Ja, und dann über 3000 Treppenstufen. Können Sie mal zwei auf einmal nehmen. Hast du noch halb so viel? Ja. Das habe ich letzte Mal probiert, da bin ich zu klein für. Dann tun mir richtig die Oberschenkel weh. Das Wetter hoch ist Frequenzlauf. Ja. Du gehst aber hoch und läufst da nicht hoch, ne? Also 3 Runden habe ich geschafft, da durchzulaufen. Ja. Würde gehen und dann am Gelände immer so ein bisschen. Ja. Ja. Ziehen und drücken, das hilbt dann schon allgemein. Gar nicht, ne? Das habe ich beim Gipfelsturm auch probiert. Genau. Das Laufen geschenkt. Nee, da würdest du auch 2 Stufen nehmen. Ja, das Problem ist deswegen, wenn du mal siehst, musst du Stufe 10 genau. Hoch. Besser schnell hoch, jede Stufe mitnehmen. Ne? Aber schlimmer ist noch, da ist so ein ganz steiler Berg. Die nennen den nur die Strafrunde. Und den kann man zum Schluss nicht mal mehr laufen. Das ist schon fast ein Gekletter da. Da denkst du dann jedes Mal, wenn du unten angekommen bist, so, jetzt kommt wieder der Scheißberg. Aber eins kannst du dir drauf verlassen, wenn du den geschafft hast. Kann nichts mehr passieren. Ne, Papa sagte auch, wenn ich den gelaufen habe, dann laufe ich alle anderen Läufe so. Ja. Dann gehst du ganz anders locker ran. Mehr mal mit der Spielerei. Zum Einlaufen. Ich glaube, anders ist auch nicht alles gleich. Wir haben sie raus. So, wir sind jetzt im Windmühlenpark angekommen. Der Weg führt uns jetzt von Hesepur nach Öffeln. Ah, die Gruppe ist noch gut zusammen. Papa läuft noch mit 2 anderen. Man läuft ganz gut heute. Hat ein bisschen angefangen zu regnen. Ja. 14 Uhr ein bisschen knapp, weil ich mich erst anmelden muss. Luisenturm kannst du dich auch nur noch bis Montag anmelden? Ja, tja. Sonntag? Das ist
rein gespült. Ich weiß jetzt nicht. Ich kann sein, dass ich nicht weiter ist. Hier, Eisbären haben sie hier auch. Willkommen in Alaska. So, wir haben Üffeln erreicht. Sind es noch circa 1,5 Kilometer. Und dann sind wir am Verpflegungspunkt. Ich brauche jetzt mal ein bisschen so Techniktraining, aber naja. Zwischen Öffeln. Richtig. Diese haben sie ja auch getauscht, ja, ne? Ja, die haben sie nur bei uns. Haben wir schon getauscht, ne? Genau. Egal, wir waren beide. Dann haben wir gar keine Staffel. Verpflegungsstall. Guten Tag. Hier sind wir jetzt bei Verpflegungsstelle. Schön unterm Carport. Nur das Beste für unsere Läufer. Das motiviert ja. Okay. Und wir mal laufen heute auch auf unsere Weise. Ganz lang. Wandern wir. Lange Leute. Ruhig, langsamer. Ja. Das bekommt man besser. Aber gut, dass wir wieder nicht so tun haben. Das freut mich wirklich. Ihr habt mich jetzt ja aufgefressen. Ja, das ist ja schon viel Arbeit, ne? Wahnsinn. Ja. Fein. Wie gesagt, ich hätte jetzt ja hier müssen nichts. Richtig. Den 10 kleinen Negerladen hier. Immer weniger. Was? Wollen die anderen, wollen die langsam? Die wollen gerade aus. So. Bis gleich. So, bis dann. Genau, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Eine Aufholjagd ist auch schwer, ne? Ja. Was an Abend geht noch? Alles gut. Beidseitig. Genau. Morgen wieder Lauftreff, ja? Ja. Ruhepause geht's bei dir nicht, oder? So, wir sind jetzt auf dem Weg Richtung Hesepe. Und jetzt geht's von hinten an den Stapelberg am Heuweg. Schöner, langer Anstieg. Nicht viel. Aber lang. Das merkt man dann schon. 50 Kilometer. Und dann bist du nicht langstreckenfähig. Ja, gibt aber seit 2 Jahren nicht mehr. So. Wo hat die denn gemacht? Ja, ist rund um hier ist in Hütte. Ach, hier diese Nuller-Serie. Ne? Genau. Ja, klar, die hier in Hütte 0. Ja. Gibt nur noch ein Buch, ne? Hast du bestellt? Nein, bin ich noch nie gelaufen. Ich habe einmal einen gemacht in Bottrop. Guck mal her, im November. Jetzt geht es erstmal schön bergunter. Schönes langes Stück. Und dann haben wir noch
7 Kilometer circa. Das ist besser, ne? Der merkt man ein bisschen die Knie, finde ich. Ja. Ja, ja. Da ist ja auch ein bisschen geknäht. Satan! Der Gang. Aber runter ging es dann nicht ganz gut. Aber kontrolliert immer gelaufen. Dann können wir nicht hinlegen. Kannst du gleich vergleichen. Kommt auch Strecken an, weil ich hieß das genau. Ist der Empfang, ist eine Armbewegung. Ja, und dann auch welche, die zwei auf die identischen Ohren haben und dann trotzdem verschweifen müssen. Oder Grünsteine? Grabstätte. Grabstätte. Der alte. Kriegerdenkmal. Genau, Kriegerdenkmal. Ja. Auto von vorne. Kleines Intervall. Ja, schön. Zweite Gruppe haben wir hier auch wieder. Jemand von euch eine Uhrzeit? Ja. Wir laufen ja 2 Stunden 40. 5 vor 1. Ja. Genau. 3 Stunden haben wir bei rum. 2 Stunden 40. Dann hören wir auf, ne? Achso, die ist ja 3 Stunden auf, ne? 3 Stunden auf. Ja, dann Feierabend. Bitte. Ja. Jetzt noch die Nordtangente runter. Letzten 2 Kilometer und dann sind wir auch schon wieder zu Hause. Lauf, Kevin, lauf! Ich krieg's genau. Ja! Der Schmeckel! So, den André haben wir auch wieder eingesackt. Sonst hat wir jetzt auch noch mal einen gemacht, ne? Den macht ihr nicht mehr, ne? Ne, den machen wir jetzt seit 2 Jahren nicht mehr, weil da waren nachher nur noch so wenig Leute, weil da ja schon die Marathonsaison im Anbruch war. Ja, war ja auch mal Lola-Marathon am Wochenende. Genau. Die Termine sind für uns einfach ungünstig. Den ersten haben wir immer unser Stundenlauf. Ja. Und den dritten hatten wir immer unser Marathon. Und dann ist nur der Februarlauf, ne? Und so geht wieder ein schöner 3-Stunden-Lauf seinem Ende entgegen. Der Fackelläufer ist auch angekommen. Und da kommt der fleißige Arbeiter. Los, Colin, Ziel! Einmal lachen. Die zweite Gruppe nähert sich dem Ziel. Wir laufen noch weiter. Und tschüss. Viel Spaß noch. Auch in die zweite Runde. Über Busspur, da kannst du noch nicht mal. Eigentlich kommst du da gar nicht dran. Ja. Aber da muss einer mit dem LKW. Ja, LKW oder Bus selber, keine Ahnung.